liebe Freunde, ein herzliches Hallo und auch einen schönen guten Tag. Ja, ich brate immer noch mal Fleisch. Ach, eins kann ich noch braten. Ja, jetzt geht's zur Bibliothek in den Canyon oder Canyon. Aber vorher werde ich mal seine fünf Spruchrollen an mich bringen. Ja, hat ja geklappt. War ja kein Umstand. Dann habe ich noch hier, glaube ich, noch was gesehen, was ich noch nicht gelootet habe. Wie zum Beispiel die Flasche und dieses leckere Zeug. So, und da es bei mir getränketechnisch nicht so ganz gut aussieht, für die nächste Kampfparty, muss ich am Alchemietisch mal ein paar Heiltränke machen. So, das gleiche machen wir hier nochmal. So, und dann dürfte ich keine Feldknöterich mehr haben, weil ich habe vorher nachgeguckt, wie viel ich habe. Also für 10 Stück, ja, richtig, zu wenig Rohstoff. Gut, dann wollen wir mal gucken, ob wir noch weiterkommen. So, Amenophis, ich versuche mal irgendwie noch ein bisschen was festzustellen oder in Erfahrung zu bringen. In der alten Bibliothek, ups, noch eine Weidenbeere. Im Canyon. Das wird oberlustig. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Wobei, Moment, gibt es hier noch andere Sachen? Moment, da war doch noch was. So, hier gibt es noch einige Peoples, oder besser gesagt ein paar Monsters, die es noch zu killen gibt. War hier noch was? Ja, nee. Hey, das sieht immer so aus, als gäbe es noch was. Ich brauche Feldknöteriche und Kronstöcke. Meinte hier was gesehen zu haben, irgendwie so wippend. Ja, Tatsache, Drachensnapper, wieder 2 Stück. Oh, weia. Da diese ja extremst übelst sind, die Drachensnapper, gucke ich mal. Ich habe dich hier mit 175 Schaden drin. So, und was haben wir denn hier? Schaden 190. Wow, das ist natürlich ein Unterschied. Benötigte Stärke 100, 2 Handwaffe. Zweihandwaffe bin ich eigentlich auch gut drauf. Mal gucken, ob ich auch Kombos damit machen kann. Das wird lustig. Hallo? Wollte dich doch gerade hier drauf. So, jetzt wird's interessant. Ziehen wir dich mal. Oh, Kombos sind hier nicht möglich. Eine Zweihandwaffe, das dauert zu lange. Das ist... Oh, weia. Gut, Moment. Richtige Timing, okay. Okay, dann muss ich das richtige Timing mal herausfinden. Ah, ja, und wie immer, der Ring, sorry, immer diese Anfangsschwierigkeiten. Das sollte ich mir mal angewöhnen, das mal gleich vor Spielstart zu machen. Okay, dann gucken wir mal. So, eine Euro sind beide schon wieder mal da. Am Rumkrekeln. Okay. Darf nicht oft hintereinander drücken, ist mir aufgefallen. Okidoki, dann muss ich mich wieder ein bisschen heilen. Und ich habe doch wieder zu meiner alten Waffe gefunden, also hier mit der kann ich viel besser Kombos machen. Es geht auch viel schneller. Wunderbar. Okay, dann gucken wir mal, warum die sich da aufgehalten haben. Vielleicht jetzt hier noch ein bisschen Loot gut. Nope. Okay. Ja, auf der anderen Seite gibt es ja auch noch. Ich glaube, hier brauche ich gar nicht mehr rein. Nee. Weil die Sachen habe ich alle schon durch. Auf der anderen Seite gibt es ja auch noch ein paar Monsterchen, die ich ja schon angefangen habe zu täten. Töten meine ich. Täten. Ich täte die Monster. Die täte ich mal täten. Naja, heute habe ich wieder meinen albernen. Gut, dann gucken wir nochmal hier alles exquisit ab. Siehste, Dunkelpilze, für eine leckere Dunkelpilze, aber die könnte ich auch mal wieder kochen. Ich habe nämlich genug Dunkelpilze. So,
Hier sieht es auch wieder kräutertechnisch. Nee, ist nicht. Aber hier ist eine Weidenbeere. Ja, wir müssen in den Kanion. So, da sind wir schon gekommen. Gucken wir mal hier noch ein bisschen ab. Na, siehst du. Da ist noch was. Noch ein Dunkelpilz. Gut, okay, dann mache ich das so, liebe Freunde. Ich werde hier noch mal ein bisschen. Ah, da ist auch noch was. Ein bisschen looten und dann schalte ich mich ein, wenn ich da hinten noch ein paar andere Monster erledige. Ich bin noch auf einen Suchenden gestoßen, nachdem ich so viele Weidenbeeren und Waldbeeren gefunden habe. Irgendwo war. Ja, da ist er. Ist das einer? So sieht's gut aus. So sieht's gut aus. Finde ich auch. Ja, hier meinte ich doch hier Weidenbeeren. Klabuster. Nein. Das würde nicht schmecken. Passt auch nicht. Ja, ich könnte jetzt hier noch weiter runter gehen. Weil ich höre nämlich irgendwas Grasland-Scabby-mäßig. Okay. Wir brauchen nämlich unbedingt noch ein bisschen Experience Points. Und muss ich mir dann noch vormerken. Oh, wo ist er denn, der dritte? Da ist er. Dass ich hier nochmal runter gehe. Aber wir wollten ja wieder zurück. Und zwar gehen wir auf das Canyon Plateau. Boah. Die Musik irgendwie zu laut oder so? Nein, ich bin zu laut, sehe ich gerade. Eieiei. Ich muss mal eben was machen. So, jetzt nicht wundern, dass das Ganze jetzt ein bisschen leiser geworden ist. Ich hatte nämlich hier noch eine andere Einstellung gehabt für ein anderes Projekt. Das mache ich auch. So, und jetzt dürfte eigentlich das Ganze jetzt mit meiner Stimme und der Musik und dem Surrounding und der Action hier im Odyssey in Auftrag des Königs passen. Deswegen vergebt mir, falls meine Stimme zu leise war. Aber es war ja noch nichts Großartiges laut hier in der Atmo. Und was haben wir da wieder? Die sehen aus wie Drachensnipper, ne? Die stehen da alle so auf dem Pulk. Das mag ich nämlich gar nicht. Moment. Bisschen widerspenstig sind sie schon, die. Extrem vor knapp. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nur wieder ein bisschen erfrischen. Jawohl. Okay, dann gehen wir mal weiter auf Scouting-Jagd. Ich bin ja dabei, sozusagen. Oh, da hinten, wir sind wieder Drachensnapper. Ich glaube, da ganz hinten, da über meinem Kopf, da dürfte die Bibliothek drin sein. Ich weiß es nicht mehr, liebe Leute, aber ich vermute es. So, ah, da hinten sind noch schwarze Feuerwarane, sehe ich gerade. Komm. Oh, da unten noch mehr Drachensnapper. Mal gucken. Los, komm. Muss ich die einzeln hervorholen, weil ich will hier meine Magie nicht so vertäuschen. Also erstmal links, rechts. Okay, das war das. Dann hatten wir hier noch einen gehabt. Okay, der kommt auch. Das ist merkwürdig gut. So. Ah, da war ich zu fix. Aber seht ihr, das geht auch so. Dann die beiden jungen schwarzen Feuerwarane. Die dürfte ich eigentlich so hinkriegen. Na komm. Oh, war das Knappinger. Uiuiui, war das Knappinger. Los. Okay.
Lass uns frisch machen. So, wie geht's weiter? Okay, das ist ein Einzelner. Der andere, der nähert sich schon. Jetzt kommen beide. Oh Mann. So, haben wir hier noch was ums Eck zu vernichten oder zu töten? Nein, 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 nein. Im Canyon. Wir sind im Canyon. So, was hier noch? Nein. Gut. Ein junger schwarzer Feuerwaran. So, ich habe mal den Sprengpfeil gewählt. Haben wir da ein bisschen bessere Sprengkraft. Jo. Los, Abstand! Feuer und Feuer, das ist übel. Aber noch hingekriegt. Okay, okay. Gucken, was sich hier rechts oben so ein bisschen befindet. Ups. Jo, Drachenschnäbe. Mhm. Was haben wir gelernt? Komm her. Komm her, bleib da. Geh weg. Okay. Ah, so ganz ohne Verletzung schaffe ich es doch nicht. Schauen wir mal. Gut, da hinten ist zwar noch einer, aber das wäre zu weit vom Schuss. Warten wir mal, bis wir hier auf was anderes treffen könnten. Wie zum Beispiel ein Schuppen... Was ist ein Schuppenbeißer? Ein Schuppenbeißer. Auch gut. Gehe ich aber erstmal speichern. Gut, mal gucken, ob ich die ein bisschen skill... Was ist das? Kommt der da angeflogen und ich schaff's nicht? Was ist denn das für ein Mist? Schuppenbeißer. Na, wenn der da so angeflogen kommt, dann habe ich keine Chance. Ah, toll. Hallo. Ich bin mein Feuerwerk zurück. So, der hat mich schon mal... Mal gucken, vielleicht kriege ich es auch so hin, obwohl ich... Ja, wunderbar. So, Schuppenbeißer. Das neue Shampoo. Shampoo. Schuppen... Oh, da ist ein Troll. Da ist ein Troll. Oh, und ich bin wieder langsam hier. Noch ein Troll. Mein Gott, die sollen sich trollen. Mein Gott, du hast doch so eine... Ja. Okay. Gut. Okay, jetzt Zeit mal frisch zu machen. Auch auf die Gefahr hin, dass ich nicht weiß, wie der Sprengstoffpfeil... Habe ich denn einen Sprengstoffpfeil drin, ne? Mal gucken. Nee, das sieht nach einem normalen Pfeil aus. So was Beklopptes. Wieso denn das? Wahrscheinlich, weil ich wieder vorher neu geladen habe. So, dann gucken wir mal. Sprengstoffpfeil. So, jawohl, da ist die Flamme. Flamme. So, lieber Troll, mal gucken, wie weit er beeindruckt ist. Erstmal gar nichts. Oh, ich habe da so ein Brennen zwischen den Beinen. Oh, das wird nix. Das ist nicht pralle. Oh ja, richtig, aber egal. Guck mal, ob ich ihn so hinkriege. Nein, kriege ich nicht. Der dotzt mich da rum. Ach, weißt du was? Ein Kampf. Das war aber wieder knapp vor gut. Bei dem zweiten Troll müsste ich das anders angehen. Aber da hat sich hier noch ein Schuppenbeißer irgendwo versteckt. Okay.
So, du hast mich entdeckt. Okay. Versuche ich mal, weil er so träge ist, irgendwie mal. Nein! Mein Gott, hat er eine gute Reichweite. Wollte eigentlich, dass er mir den Popo zuwendet, aber ich komme nicht so ganz rum. Auch das noch. Nein, das wird nichts. Irgendwie kriegen, weil ich habe keine Lust wieder von irgendwie, kann ich irgendwo hinklettern, ohne dass ich da diesen Reißer irgendwie mit einbeziehe. Wird schwierig. Okay, dann machen wir das mal so. Das geht's nicht. Bisschen im Space Invaders Safe Mode. Ja. Space Invaders bin ich 1979 aufgewachsen, als das auf den Markt kam. Das Videospiel. Uralt. So. Ich weiß, es ist wieder mal unkonventionell. Na, holst du noch aus? Er holt tatsächlich noch aus. Dieser trollende Troll. Wieso gehst du nicht kaputt? Das war knapp. Mitten in seiner Ausholanimation habe ich ihn noch killen können. Auch sehr gut. Okay, dann geht's mir wieder weiter. Es dämmert wieder ein bisschen. So, wo haben wir denn jetzt hier diesen anderen Reißerbeißer da? Schuppenalzer da. Okay, bis jetzt noch nichts. Speichern wir mal. Na, wo ist er denn hin? Der war doch hier irgendwo. Bin ich denn total platt? Dass ich hier versteckt? Nö. Noch ein Troll. Das ist ja Oll. Da ist was. Da ist er. Der Schuppenbeißer. Hm. Da sind das Zwehe. Das sind gleich Zwehe. Okay. Gucken wir es als erstes da. Ah, du kommst. Okay. Auch gut. Okay. Das haben wir gepackt. Dann haben wir dich für uns ganz alleine. Troll steht da noch Spalier. Woll. Timing ist alles. Dann schauen wir mal, ob wir den Troll irgendwie in einer Anhöhe mal abschießen können. Da oben komme ich aber nicht hoch. Upside Daisy, blöder Stammbaum. Oh. Das wäre cool, wenn wir den hier zur Spalte kriegen könnten. Da ist er. Genau, richtig. Ah, shit. Jetzt hänge ich hier. Mhm. Okay, aber... Ich glaube, der hat abgelassen, ne? Nee, da ist er. Der hier vorbei? Tatsache. Nee, er kommt nicht daran vorbei. Haha, er bleibt an dem Stumpfen hängen. An dem Baumstumpf, an dem eingeschlagen. Ja, so geht das doch. Jetzt komm. Oh, ein bisschen. Nee, er hockt da richtig drauf. Du bist ja ein Böser. Aua, das muss doch wehtun da hinten. Aui, 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 aui. Mann, oh Mann, oh Mann. Ach ja, hallo? Okay, jetzt. Noch was hier? In der Nähe?
kann mir nicht vorstellen, dass hier alles gewesen sein soll. Okay. Das war's dann wohl. Oh, Belia-Statue. Oh, kein Bock drauf. Ja, liebe Freunde. Nach so einem Kämpfchen machen wir mal Folgendes. Wir werden mal frisch ausgeschlafen und gestärkt mal uns hinlegen auf unseren Schlafsack. Bis zum nächsten Morgen ausruhen. Herrlich. Perfekt. Einpacken. Dann machen wir uns da hinten auf. So, und wenn ich den Gerüchten des Logbuchs und auch der Aussagen einiger Glauben schenken darf, dürften wir hier auf Untote treffen. Skelette oder dergleichen. Schauen wir mal. Und eventuell wieder mal auf Suchende. Ist ja so Seitengänge, die gehen nach unten. Da ist auch schon einer drin. Hab ich die schon raus? Ja. Nochmal vorsichtig nachgucken, kontrollieren. Gut. Dann gehen wir erstmal hier rein. Uah. Kann ich rennen? Ja, ich kann rennen. Weiß nicht, ob ich hier richtig bin, wegen der Bibliothek. Ah, da ist einer. Oh, der ist gut. Doch nicht so gut. Da, wo einer ist, sind mehrere. Na also. Oh! Ein bisschen was einstecken müssen. Ich halte hier nochmal gucken. Okay. So, und dann gucken wir mal hier, was dieser Fifi hier zu sagen hat. Oh, Erfahrung. 25. Quadrons, Alter. Alter machte es ihm unmöglich, unser Heer zu führen, und so bestanden die Priester auf ihrem Recht. Okay, das kann man ja im Pausemodus dann mal selber abgucken, worum es da geht. Und auch im Schnitt bei mir später. Was ist denn hier? Hier schon gewesen. Hier geht es noch. Oha. Geht es noch weiter runter? Da ist er nicht. Da ist da einer. Hier ist keiner. Nochmal sicherheitshalber die Truhe, weil ich nicht weiß, ob ich irgendwelche Truhen hatte, wo ich einen Schlüssel brauchte oder nicht. Okay. Hier gibt es auch wieder Erfahrungspunkte. Wetten? Jawohl, 250 sogar. Quadron, der hohe Priester, Karm, Dämon und so weiter. Verschluss des Heiligen Kammerns. Ja, das sind natürlich Hinweise für den Tempel auch und für die hohen Leute. Nur mal gucken. Was haben wir hier? Wieder 250 Ram Radimes war schwach. Ja. Okay. Dann haben wir das auch eingeheimst. Mal das hier mal angeguckt. Weil ich kann das ja jetzt lesen, ne? So, dann gehen wir wieder zurück. Aha. Das ist wahrscheinlich doch nicht die Bibliothek. So, und wenn da ein Suchen dahinter steht, ja, dann kann der bestimmt durch die Tür schießen. Oder ich. Nee, prallt ab. Das wäre unfair. Da ist er. Das wäre echt unfair, liebe Freunde. Siehst du? Wusste ich's doch. Dieser Heinz darf durch die Tür schießen. Kann ich denn durch die Tür eine Eiswelle formieren?
Wo ist er denn hin? Oh, jetzt wollte ich gerade richtig so schön. Da ist er. Okay, es wird natürlich jetzt sehr gruselig werden. Sollte ich mal ein bisschen mich stärken. Ach, da hinten. Okay. Ach, drei Stück. Vier Stück. Ah, das geht gar nicht. Mann, oh Mann, oh Mann. Trinken. Okay. Mein lieber Herr Gesangsverein der Suchenden, wie soll ich denn das hinkriegen? Wenn die alle feuern, ja, dann. Ah. Nee. Dann bin ich hin. Die Tür ist natürlich wieder zu beim Neuladen. Aber ich habe mir eine Strategie überlegt. Ohne Vorwarnung. Da kommt doch erstmal alle an die Tür. Also meine Strategie sähe vor. Ihn hier nehmen. Die Tür aufmachen. Und eigentlich die Eiswelle ziehen. Zu spät. Okay, ich stehe jetzt vor dieser Türe hier. Und sehe, dass sie alle da stehen bleiben. So, vielleicht klappt's dann. Mein Gott, schneller! Bevor die hier alle auftauchen. Auftauen, meine ich. War da noch einer? Tatsache. Der ist da oben. Ach, du liebes bisschen. Mann! Shit. Okay, auf jeden Fall habe ich noch einige dezimieren können. Das ist gut. Wow. Oh. Guck, guck. Kann ich eigentlich rennen? Ja, okay. Weiß jetzt natürlich nicht, wie viele noch da sind. Aber lass uns erstmal rausziehen, ihn hier. Dass wir so ein bisschen geschützt sind. Okay. Auch das ist erledigt. Okay, dann gucken wir mal, ob denn noch da welche sind. Hier ist man nicht. Mit mal dabei. Da ist er. Noch ein rostiges Schwert. Wo meinst du denn, da ist er? Da ist. Ach, da ist noch einer. Da ist noch einer. Gut. Schauen wir mal, ob wir den hier hinkriegen. Die Kompos werden bei mir schon besser. Das ist cool. Wo ist denn hier noch jemand drinne? Kuckuck. Nein. So, sicherheitshalber nochmal die Truhe durchsuchen. Nein. Dann lesen wir nochmal. Heimsen uns noch Erfahrungspunkte ein. Jawohl. Dann werden wir den zweiten hier, den Buddy hier auch noch anlesen. Jo. Mal ja im Pausemodus nochmal durchlesen. Leute, danke fürs Zusehen. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und es grüßt euch, der David. Tschüss.